is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die falsche Erweckung. Dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Paulus weist in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher auf das besondere Wirken Satans im Spiritismus hin. Dieses Ereignis soll unmittelbar vor der Wiederkunft Christi stattfinden. Von der Wiederkunft Christi sagt er, sie findet statt, nachdem Satan mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern gewirkt habe. Bevor Gottes Gerichte die Erde endgültig heimsuchen, wird es unter dem Volk des Herrn solch ein Wiedererwachen ursprünglicher Frömmigkeit geben, wie sie seit den apostolischen Zeiten nicht beobachtet worden ist. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. In jener Zeit werden sich viele von jenen Kirchen trennen, in denen die Liebe zur Welt, die Liebe zu Gott und seinem Wort verdrängt wird. Viele, Prediger wie Laien, werden mit Freuden die großartigen Wahrheiten annehmen, die Gott zu dieser Zeit verkündigen ließ, um ein Volk auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten. Der Seelenfeind möchte dieses Werk verhindern. Bevor es zu solch einer Bewegung kommt, wird er sich bemühen, sie zu verhüten, indem er eine nachgeahmte, falsche Erweckung hervorruft. In den Kirchen, die er unter seine Verführungsmacht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als würde Gottes besonderer Segen ausgegossen. Es wird sich dort etwas zeigen, was für großes religiöses Interesse gehalten werden wird. In Massen werden die Menschen jubeln, dass Gott wunderbare Dinge für sie wirke. Dabei ist das alles das Werk eines anderen Geistes. Unter einem frommen Deckmantel wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die gesamte Christenheit auszudehnen. Junge Männer und Frauen werden aufgeblasen sein und sich als besonders begünstigt ansehen, dazu berufen, irgendetwas Großartiges zu tun. Bekehrungen wird es viele geben, die nach merkwürdigen Regeln vor sich gehen. Doch sie werden nicht das Signal Gottes tragen. Unmoral und Extravaganz werden einschleichen, sodass viele im Glauben Schiffbruch erleiden werden. The Lord is coming. Are you ready?